Servus Leid, da bin ich wieder. Ein freudischer Moment heute. Und zwar mein Victorinox Huntsman Light ist wieder aufgetaucht, endlich. Und es war lang verschollen. Und ist so ziemlich mein Lieblings-Victorinox EDC-Messer. Das wäre, falls es euch interessiert, was das Teil so kann, was es für Funktionen hat und so, dann bleibt da dran. Viel Spaß. Ja, wie gesagt, es geht um das Victorinox Huntsman Light. Das Messer war jetzt ein gutes Jahr verschollen. Meine Frau hat es jetzt gefunden in ihrem Auto. Ist anscheinend unter dem Sitz gelegen, was weiß nicht. Ich habe es letztes Jahr im Sommer, hab ich das am See dabei gehabt. Da bin ich mit den Kindern, mit dem Fahrrad, mit dem Cruiser hinne und mit dem Kindersitz. Sind wir da gefahren und ja, ich habe wirklich befürchtet, ich hätte es dort verloren am See und ich habe es überall gesucht. Ich habe den Cruiser ein paar Mal ausgeräumt. Also ich habe es wirklich überall gesucht, nur nicht im Auto von meiner Frau. Ja, egal, ich freue mich auf jeden Fall tierisch, dass das wieder da ist. Weil erstens mal ist es ein Geschenk von meinem Schwiegervater. Das ist, der schafft bei der Bahn, die habe ich das mal gekriegt von der Bahn. Und ich war schon immer scharf auf das Teil, wenn ich es gesehen habe, das hat er anscheinend gemerkt. Und da hat er mir es auf Geburtstag geschenkt, vor ein, zwei Jahren. Danke nochmal. Ja, also wie gesagt, es ist ein Geschenk, deswegen wäre es sowieso arg schade drum gewesen, wenn es wirklich weg wäre. Und zum Zweiten, es ist ein richtig geiles EDC-Messer. Es hat tolle Funktionen und ja, deswegen. Also es gehört wirklich zu meiner Lieblings-EDC. Und ja, die Funktionen zeige ich euch jetzt mal. Ohne ich jetzt Sarah dazu schwenke mal gerade nur noch, dann seht ihr das alles ein bisschen besser. So, hier seht ihr das also. Das Victorinox Huntsman Light. Wie gesagt, hat hier einen Werbeaufdruck. Mich persönlich stört es jetzt eigentlich nicht. Aber ich denke, dass ich mir ganz einfach die schwarze Plus Griffschale dazu holen. Und schwarz finde ich eigentlich ganz cool. Wobei das rote hier, das Transparent hat auch was. Aber das wäre mal sehen. Wie gesagt, mich stört es nicht groß. Vielleicht hole ich mir andere, vielleicht auch nicht. Ja. Wie ihr jetzt schon gehört habt, das Huntsman Light ist für mich persönlich, ich sage jetzt nicht das beste Victorinox, also mein bestes Victorinox in dieser Größe hier. Bei den 91ern ist für mich der Swiss Champ, weil der einfach alle Möglichkeiten hat. Ja, und ich habe eh so meine Probleme, mich immer auf ein EDC festzulegen. Aber ich würde jetzt wenn es um Multitools geht und um Victorinox, würde ich doch sagen, dass das Huntsman Light für mich das beste EDC-Messer ist. Das liegt einfach dran. Ich zeige euch mal die Funktionen, die es hat. Klar, die große Klinge, die kleine Klinge, die ich mittlerweile wirklich öfters brauche, als ich gedacht habe. Ich habe mich früher habe ich immer gedacht, die kleine Klinge ist eigentlich unnötig, aber man lernt sie doch zu schätzen mit der Zeit. Es ist einfach ein bisschen feineres Arbeiten damit und ja, ich mag sie einfach mittlerweile, die kleine Klinge. Dann haben wir beim Huntsman, haben wir mir eine Säge dabei. Die braucht man jetzt normalerweise nicht als bei einem EDC. Das ist klar, da stimme ich dem meisten zu, aber da ich halt doch viel im Wald unterwegs bin, finde ich die nicht schlecht. Ich habe ja meistens meinen Ranger Wood 55 dabei im Wald, das nochmal eine einiges längere Säge hat, aber ich finde es halt klasse, dass das Messer hier die Säge dabei hat. Was ich auch ganz geil finde bei einem EDC-Messer, bei einem Victorinox, ist natürlich die Schere, die können einfach was. Und ob das jetzt mal wirklich die Barthaare sind, wo gestutzt werden müssen, oder von mir aus sogar die Nasehaare, keine Ahnung. Mal ein was weiß ich, ein Faden abschneiden, oder, also eine Schere kann man immer gebrauchen, wirklich.
Man kann es meist auch mit einer Klinge machen, aber wenn man eine Schere dabei hat, ist man doch wesentlich besser dran, finde ich. Dann hat sie hier einen Phillips-Schraubendreher. Der arretiert auch hier auf dieser Stellung. Oder ihr klappt halt ganz aus. Also mit dem könnt ihr wirklich gut was arbeiten, muss man wirklich sagen. Dann der Dosenöffner mit dem kleinen Schraubendreher hier oben, der für viele Kreuzschlitzschrauben wirklich ideal ist. Zum Beispiel fürs Batteriewechsel bei dem ganzen Spielzeug für meine Kinder, das habe ich schon mal gesagt. Dann natürlich der Kapselheber und der breite Schlitzschraubendreher, ganz wichtig. Mit dem könnt ihr sogar ein bisschen heble. Ich würde es jetzt nicht übertreiben, aber es geht. Dann haben wir hier auf der Rückseite haben wir den Korkenzieher mit dem hier eingebauten, sage ich jetzt mal, kleinen Schlitzschraubendreher, der perfekt ist für Brillenträger oder bei mir Sonnenbrille zum Beispiel oder halt einfach kleine Schraube, klar. Hier drin habt ihr eine Nadel, eine Plusschale, finde ich auch ganz wichtig, kann man immer mal brauchen, wenn man Spreisel hat oder Zeckenreste rauspulen muss oder was weiß ich was. Dafür habt ihr natürlich die Pinzette auch, komme ich aber gleich dazu. Dann habt ihr hier, was ist das? Ich würde sagen, ein kleines Stemmeisen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, seht ihr das mit dem Fokus? Ja, ist ein kleines Stemmeisen, würde ich jetzt mal sagen, oder halt ein kleiner Schlitzschraubendreher, je nachdem. Dann habt ihr hier diesen Allzweckhaken, den kann man auch für sehr viel gebrauchen. Zum Beispiel ja, als Pakethake zum Tragen, aber das ist Quatsch. Habe ich jetzt schon oft gehört als Pakethake, aber ja, erstens mal, wer bindet seine Pakete heute noch mit Faden zusammen? Und zweitens mal, das braucht man wirklich. Ein Paket kann man auch so tragen. Aber für was ich schon oft benutzt habe, ist zum Beispiel der Deckel vom Hobo. Quatsch vom Hobo. Wenn ich mal einen Kaffee mache im Wald oder so und mache den Deckel von meinem Handlemark, von meinem Tatonga runter und der scheißt, dann ist das nicht schlecht. Weil das Messer hier hat halt keine Zange, so wie der Swiss Jam zum Beispiel. Das ist noch so was, wo ich ein bisschen am Überlege bin, ob ich mir doch mal eins hole. So von der Größe, wo halt die Zange dabei hat. Aber im Moment bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem hier. Vor allem, weil ich es lange Zeit nicht mehr hatte. Jetzt ist es wieder aufgetaucht, dann ist es natürlich wie neu. Freut man sich natürlich noch mehr. Und dann hier natürlich noch die Stechahle. Und Stech- und Bohralle, also die könnt ihr wirklich für alles benutzen. Das ist wirklich ein Multifunktionswerkzeug, würde ich sagen. Kann man wirklich immer gebrauchen. Vor allem Outdoor. So, dann haben wir hier in den Plusschale, was ich richtig geil finde, einen Kuli. Und den brauche ich wirklich. Also mein Schwager, der lacht immer, weil ich immer mein Licht und meinen scheiß Kulis dabei habe. Ich brauche den Kuli so oft. So oft. Wenn ich einkaufen bin, meine Frau schreibt mir einen Einkaufszettel und ich kann mir das nicht merken. Die schreibt mir so viel drauf und ich muss mir dann schon merken, wo das ist, in welchem Regal und was weiß ich was. Und ich muss das abstreichen. Und ich bin immer froh, wenn ich dann einen Kuli dabei habe. Und den habt ihr halt immer dabei. So. Dann halt hier Zahnstocher. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gebraucht, Zahnstocher. Und hier ganz wichtig, die Victorinox-Pinzette für Zecken und Spreisel. Ideal, habe ich auch schon oft genug gesagt. Sogar meine Frau, die Krankenschwester ist, wenn die mir Zecke rausmacht, klein oder so, oder ein Spreisel, sagt die auch wirklich, ich soll ihr die Pinzette hier bringen. Also die kann einfach was. So, und jetzt kommt der wichtigste Unterschied. Das ist ja nicht das Huntsman, sondern es ist das Huntsman Light. Das heißt nämlich, es hat hier eine kleine Taschenlampe eingebaut. Ich muss jetzt dazu sagen, es sind jetzt nicht die beste Batterie. Es sind 0815 Batterie, habe ich mir, glaube ich, so ein 10er oder ein 20er Pack sogar mal bestellt. Die gehen recht schnell leer. Also das nächste Mal hole ich mir lieber wieder für das Geld 3, 4 gescheite, sage ich mal. Aber es langt auf jeden Fall. Es ist ja jetzt auch hell. Und ihr könnt mir glauben, nachts als Backup-Lampe ist das völlig ausreichend. Ich bin sowieso jemand, wo gern mit seiner Taschenlampe im Moonlight-Modus unterwegs ist oder so, mit 2, 3 Lumen.
Ich weiß, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Lumen das sind, aber es ist mehr als ausreichend, garantiert. Und für ein Backup sowieso. Man braucht nicht mehr Licht, ganz, ganz einfach. Das ist ja kein Suchstrahler. Und deswegen, ich habe hier drin ein Messer. Also wirklich die drei wichtigsten Funktionen für mich für EDC. Ich habe ein Messer, ich habe einen Kugelschreiber und ich habe eine Taschenlampe. Ganz ehrlich, wenn ich mich für irgendwas entscheiden müsste, was ich mitnehme, dann wäre es dieses Messer, weil da habe ich alles drin. Die ganze andere Funktionen, die Scheren, was weiß ich was, ist alles nice to have, sage ich jetzt mal. Aber Kuli, Messer und Taschenlampe, das ist für mich der Ausdruck von EDC und deswegen ist das für mich von der Victorinox, von der Multitool sozusagen, das beste EDC. Ja. Ich habe jetzt auch gerade eine Videoreihe gestartet auf der Suche nach dem perfekten EDC und ich habe extra gesagt, ich werde die Victorinox nicht dazu nehmen, weil es einfach unfair ist, den anderen Taschenmesser gegenüber. Und ja, deswegen lassen wir das hier mal außen vor. So, ich hole euch mal noch kurz hoch wieder. Ja, also ich muss euch sagen, ich bin wirklich glücklich, dass ich es wieder habe, mein Huntsman Light. Ist ein geiles Messer. Ja, mein Kleinbau, wo ich beim Stefan gewohnt habe, das hat ja jetzt mein Victorinox, mein Compact ersetzt. Und das hier ersetzt jetzt definitiv wieder das Kleinbau. Aber das ist doch schön, Leute, wenn man so ein bisschen Abwechslung hat und was weiß ich was. Und ich weiß, ich habe sehr viele Victorinox, ich habe allgemein viele Messer. Und viele fragen mich auch, wie viele Messer ich habe wirklich und so. Und ich habe auch geschrieben, ich weiß es nicht. Aber ich habe euch auch schon oft genug gesagt, es kommen Messer dazu, es verlasse mich wieder Messer. Die meisten davon sind eh gebraucht. Das hier war zum Beispiel jetzt wieder ein Geschenk. Aber eins steht für mich fest: Victorinox sind für mich einfach was ganz Besonderes. Und Victorinox verlasse mich nicht mehr, egal welches Modell. Und selbst das kleinste Klassik, es wird mich nicht verlassen. Es sei denn, ich schenke es irgendjemand. Das ist wieder was ganz anderes. Aber ich werde niemals ein Victorinox verkaufen. Da gibt es keine Notwendigkeit zum Glück dafür. Und für mich sind alle Victorinox was Besonderes. Ich hole jetzt schon wieder so weit aus. Aber für mich ist auch wirklich, wenn ich zum Beispiel meinen Swiss Champ, den ich wirklich regelmäßig mal dabei habe, aber es sind als oft viele Monate dazwischen, wo ich ihn überhaupt nicht in der Hand habe. Und wenn ich dann mal wieder so ein bisschen Rotation mache und habe einfach mal wieder, ich habe ihn dann mal wieder in der Hand und dann merke ich sofort, ich kriege sofort Bock auf das Teil. Und dann ist mir scheißegal, ob es riesig Klump ist, da kommt er in die Hosentasche mit der Kette dran. Und dann wird er wieder ein paar Tage oder Woche benutzt. Und das hier, also der Huntsman Light ist ein bisschen schmaler wie der Swiss Champ. Macht es natürlich doch ein bisschen angenehmer. Er hat aber die wichtigste Funktion, bis auf die Zange, die fehlt. Aber dafür hat er halt die Taschenlampe. Und das ist doch geil. So. Wollte ich euch zeigen, ich bin froh, dass ich ihn wieder habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, ihr wisst ja, dann gebt mal bitte einen Daumen hoch. Falls ihr noch kein Abo habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Dann wäre auch wichtig, dass ihr die Glocke drückt, weil ihr dann immer die Benachrichtigungen bekommt, wenn ich ein neues Video hochlade oder so. Dann verpasst ihr halt nichts mehr. Ich würde mich außerdem wirklich über einen Kommentar freuen, was ihr zum Beispiel von dem hier haltet, vom Huntsman Light. Oder was euer Favorit ist bei Victorinox oder so. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat am Video, schreibt mir das auch gern rein. Dann habe ich die Chance, was zu ändern oder so. Und ansonsten, ich mache euch einen Link zu dem rein, falls euch interessiert. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.